Na, habt ihr heute viel geschuftet? Das kann man wohl sagen, Handy. Ich bin erledigt. Fix und fertig. Das kann ich euch schlumpfen. Ich hasse anstrengende Tage. Hey, wo steckt denn Fauli? Er sollte mir und Muffi doch helfen, den Mais von Farmi zu ernten. Hast du gerufen, Hefti? Ich hasse Hefti. Ich habe viele Stunden gebraucht, um diesen Karren voll Schlumpfbeeren zu kriegen. Es muss doch einen besseren Weg geben zu ernten. Und einen viel schnelleren. Einen leichteren Weg. Ja, ich wünschte nur, ich wüsste wie. Einen besseren, einen schnelleren und leichteren Weg. Mit Schlümpfe! Ich habe eine Maschine erfunden, die euch bei der Feldarbeit helfen wird. Ich nenne sie die schlumpfomatische Pflückmaschine. Und wie funktioniert sie, Handy? Ich zeig's dir, Papa Schlumpf. Holt mit Schlumpfi hat eine Farm. Hi, 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 Schlumpf. Und auf der Farm hat er einen echten Schlumpf. Ja, toll! Siehst du, Papa Schlumpf, die Maschine pflückt alles. Mais, Schlumpfbeeren. Ich muss zugeben, sie ist wirklich schlumpfig, Handy. Und sie wird dir alles fürs Kochen nach Hause bringen, Torti. Handy, ich bin überzeugt, deine Maschine wird bei allen sehr beliebt sein. Los, Schlumpf, schneller, beeil dich, Schlumpfine. Die Maschine wird gleich mit einer neuen Ladung hier sein. Ich beeil mich doch, das tue ich. Tempo, Hefti, nun mach schon. Ich schlumpfe ja schon so schnell ich kann, Torti. Ich hasse es, so schnell zu schlumpfen, wie ich kann. Oh nein! Hallo Leute, na, klappt alles mit meiner Pflückmaschine? Es klappt etwas zu gut, Handy. Ich hasse Maschinen. Handy, die Schlümpfe möchten jetzt aber endlich schlafen. Tut mir leid, ich versuche etwas leiser zu sein. Ich bitte darum. Entschuldigung. Danke, Harmonie. Liebe Mitschlümpfe, ich werde jetzt für euch meine größte und neueste Erfindung enthüllen. Oh. Oh. Das ist schlumpfartig. Es ist schlumpfastisch. Oh, ein Schlumpfig. Wunderschlumpfig. Es ist einfach. Es ist eine schlumpfomatische Essenzubereitungsmaschine. Natürlich ist das eine schlumpfomatische Essenzubereitungsmaschine. Was habt ihr denn gedacht? Also, ich wusste das sofort. Ich sagte zu mir, Schlaubi, das ist eine Schlumpfomat... Was kann ich dafür, dass ich so schlau bin? Und nun aufgepasst, Schlümpfe! Im ganzen Leben noch nie etwas Ähnliches gesehen. Danke, Papa Schlumpf. Wir müssen uns nun nie mehr selbst um unser Essen kümmern. Oh. Nein, diese hier sind indiskutabel. Hey, Beauty, was hast du an den Torten auszusetzen? So eine Verschwendung. Ich fürchte, die Farbe des Zuckergusses beißt sich mit meinem unvergleichlichen Zahn. Vielleicht kommt ja noch was Hübsches in Violett. Torti, warum magst du dein Essen nicht? Ich kann mich einfach für nichts entscheiden. Aber du solltest nicht so viel wegwerfen. Wieso nicht? Es gibt doch genug zu essen. Das ist noch lange kein... Hilfe, Schlümpfe, Hilfe! 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 Tut doch etwas!
rette dich, Schlaubi! Ist das eine komische Maschine? Was ist denn hier bloß los? Hilfe! Hilfe! Du lieber Himmel, ist doch alles in Ordnung? Aber natürlich ist hier alles in Ordnung, dank meiner Hilfe. Wie gut, dass ich die Ruhe bewahrt habe, als ihr alle den Kopf verloren habt. Und das ist es, was Papa Schlumpf so an mir bewundert. Er sagt immer, ich wäre der geborene Anführer. Seht euch nur das vergeudete Essen an. Ach, sei kein Spielverderber, Handy. Wir haben doch genug zu essen und es war so lustig. Ja, das war es wirklich. Schlaubis Gesichtsausdruck vergessen. Meine kleinen Schlümpfe scheinen sich ziemlich schlechte Manieren anzugewöhnen. Was? Es gibt kein Mais mehr, Fami? Alles weg, Handy. Und ich fürchte beinahe, es wird Monate dauern, bis neuer gewachsen ist. Deine Maschine hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ein paar Monate? Ich sollte mir auch die Schlumpfbärenfelder ansehen. Allmächtiger Schlumpf! Schlumpfbären sind auch keine mehr da. Totti! Totti! Totti, sag mir, wie viele Essensvorräte hast du noch? Ne? Hast du überhaupt keine Vorräte gelagert? Nein, aber ich erwarte jede Minute eine neue Lieferung. Rette, was du kannst! Unser Essen geht zu Ende! Oh nein, 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 nein! Das ist zu rosa! Oh je, und dies hier passt genauso wenig. Beauty, ist das alles, was noch an Kuchen übrig ist? Für den Moment ja, aber ich habe noch was in hellgrün bestellt. Wirf bitte nichts mehr weg! Wir haben fast nichts mehr zu essen! Wie absurd! Ich würde lachen, wenn ich davon nicht Falten bekäme. Aufgepasst! Jetzt! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Was treibt ihr Schlümpfe eigentlich hier? Ich habe gerade ein neues Spiel erfunden, Handy. Melonenball. Willst du mitspielen? Melonenball? Habt ihr euren Verstand verloren? Wir dürfen Essen nicht so vergeuden. Hey, geh aus dem Weg, Handy! Wir wollen weiterspielen! Hört damit auf! Wir haben nichts mehr zu essen! Es gibt noch genug zu essen! Das ist die Schwarzmalerei, Handy! Ja! Ich hasse Essen! Ja, das dürfte schlumpfen. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Ja, was gibt's denn, Handy? Du musst mit den anderen reden, Papa Schlumpf! Auf mich hören sie nicht! Wir haben nichts mehr zu schlumpfen! Und was ist mit dem Essen von deinem schlumpfomatischen Essenzubereiter? Alles aufgebraucht. Die ganzen Schlumpfbeeren sind alle. Und Fami Schlumpf sagt, dass es viele Monate kein Mais mehr geben wird. Ich bin sicher, dass du das Ganze ein wenig übertreibst, Handy. Und nun halt mich nicht länger von der Arbeit ab. Aber Papa Schlumpf, nicht jetzt! Wir unterhalten uns später, Handy. Sie ist ganz pünktlich. Hey, warte, mein Essen! Hey, wo sind meine Eier? Die Essenmaschine kommt! Die Essenmaschine... fährt weg. Halt! Wo sind meine Schlumpfbären? Hey, wo willst du hin? Komm sofort zurück! Du hast vergessen, mir mein Essen zu bringen! Ich habe Hunger! Was wird denn hier geschlumpft? Ich habe heute nichts bekommen. Ich auch nicht. Was ist passiert? Wo ist Handy? Komm mit mir, Clumsy. Ich weiß, was wir tun. Hey, Schlaubi, vielleicht hat Handy recht. Vielleicht gibt es wirklich nichts mehr zu essen. Nein, nein, das sind nur faule Ausreden, weil dein schlumpfomatisches Dingsbums nicht richtig funktioniert. Was Handy jetzt braucht, ist ein Technikergenie wie mich, um es zu reparieren. Also, mal sehen. Das scheint nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht sollten wir warten, bis Handy hier ist, Schlaubi. Wozu denn, Clumsy? Ich weiß genau, was ich tue. Ich glaube, wir sollten Schlaubis verschwinden, Schlaubi. Clumsy, du überrascht mich. Willst du nicht auch meine Meinung hören, was wir tun sollten? Ja, natürlich, Schlaubi. Was meinst du denn, was wir tun sollten? Ich meine, wir sollten schleunigst verschwinden. I
Also, Schlaubi, du hast meine schlumpfomatische Essenmaschine kaputt gemacht. Nein, ich wollte sie nur reparieren. Eine Schlumpfbeere! Ist das alles, was übrig geblieben ist? Wir können 100 Schlümpfe davon satt werden. Wir können sie uns teilen. Vielleicht wäre es besser, wenn sie erst mal jemand für eine Weile in Verwahrung nimmt. Ich mach das. Ich hab sie zuerst gesehen. Ich war es. Ich hab sie zuerst gesehen. Oh, nein. Ach, du liebe Zeit. Meine Maschine rennt weg. Schlümpfe rennt weg. Mein Werk! Wir werden verhungern! Vielleicht kann ich helfen. Papa Schlumpf! Aber was willst du denn machen? Kommt, meine kleinen Schlümpfe! Oh. Papa Schlumpf! Warum hast du mir nichts davon gesagt? Das wird wochenlang reichen! Ich wollte, dass die anderen etwas lernen, Handy. Und ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Ja, Papa Schlumpf! Und wenn Handy das nächste Mal so eine Maschine baut, dann werdet ihr hoffentlich vernünftiger damit umgehen. Ja, Papa Schlumpf! In Ordnung, meine kleinen Schlümpfe. Dann lasst uns essen. Oh. Oh.